Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Deckvorstellung. Ich bin so ganz neu, wird es wahrscheinlich nicht sein. Die meisten haben schon tausendmal bei mir gesehen, wie ich das Deck angewendet habe. Und die Hauptausprägung des Deckes, also die meisten Einheiten haben sie auch schon in der Aktion gesehen. Aber ich denke, ich stelle euch jetzt trotzdem nochmal das Deck vor in der neuesten Ausprägung, die ich jetzt mache. Ich wollte am Wochenende ein paar Jungs wollten mal ein paar Spiele machen damit, fokussiert. Und da dachte ich mal, damit dann die Replays, die hoffentlich kommen oder Live-Spiele, besser verstanden werden, stelle ich das Deck nochmal frisch vor mit eben den neuen Veränderungen, die ich reingenommen habe. Allen voran, ich denke, dass das ist also ein normales Dutch-Deutschland-Deck, jetzt nicht mechanisiert wie viele Spiele mit Infanterie-Spam und so, also wirklich ein normales, nur eben ne? West Germany und Netherlands. Und ich denke, dass das mit eins der stärksten im Moment im Wargame ist, diese Kombination. Generell kann man aber sagen, dass alles, wo DLC dran steht und meinetwegen auch noch die großen Nationen, also Russland und Amerika, das sind wahrscheinlich wirklich mit Abstand die stärksten und Frankreich, weil Eugen in Frankreich ist, glaube ich. Das lässt sich jetzt nicht erklären, was man da manchmal sieht. Das heißt nicht, dass DLCs OP sind unbedingt per se, aber die haben schon Einheiten, die ein bisschen fragwürdig sind an manchen Stellen. So, das nur vorweg. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein schönes Deutschland-Holland-Deck und ich sage euch mal, was ich worum wie drin habe und was man damit anstellen kann. Die Grundidee ist, es ist für Conquest, ne, nicht Destruction, kann man nochmal anders bauen, das ist ja eher Snipen und Campen und so. Conquest ist ja auf den Gegner drauflaufen, Sektor holen, egal die Verluste zum Beispiel, das ist ein Riesenunterschied im Gameplay. Und dann ist es auch für Teamspiel, also für 1 gegen 1 würde ich auch andere Decks empfehlen und bauen, als ich es für 2 gegen 2, 3 gegen 3 und so empfehlen würde. Und 10 gegen 10 sprechen wir nicht drüber, aber da braucht man nochmal andere Scheiße. So, also das ist halt wirklich so vom 3 gegen 3, 4 gegen 4 Conquest. Das wäre so ungefähr der Fokus, den ihr euch vorstellen könnt. Und auch für die normalen Conquest-Maps, die man da spielt. Es gibt welche, die sind halt gigantisch groß, welche sind super klein. Das ist für den Standard in der Mitte, ja, diese normalen Maps, die Jungle Lore, wie sie alle heißen, die ihr immer wieder seht, auch bei den Replays, in den Live-Videos. Also muss man, glaube ich, schon so ein bisschen ne, in diese Kategorien einordnen, wenn man weiß, was man bauen will. Und dann könnte man das noch weiter machen. Man könnte jetzt eigentlich bei diesen Standard-Maps, die irgendwie so 4, 5 nur sind, könnte man auch sagen, wo auf der Map sollte man hingehen. Also da, wo man Close-Range, Mid-Range oder Long-Range-Kämpfe hat, so könnte man das nochmal ganz grob einteilen und dann nochmal die Einheiten und das Deck leicht anpassen. Aber wir machen das jetzt erstmal ein bisschen allgemeiner. So, ja, der normale Start ist einfach hier ne, gepanzertes Command-Vehikel. Das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr totreden, das Ganze. Für 115 Punkte kriegen wir tatsächlich eins mit Panzerung 2 an der Front. Ich glaube, für die Artillerie ist aber nur die Top-Panzerung relevant. So ganz hundertprozentig sicher ist mir das noch nicht eingeleuchtet, weil ich habe den Eindruck, wenn ein HE-Geschoss auf euer Ding schießt, ne, Artillerie von der gegnerischen Basis meinetwegen oder so, und das schlägt zum Beispiel vor euch ein, dass da nicht die Dachpanzerung, sondern die Frontpanzerung zählt. Ich könnte es aber jetzt nicht beschwören. In jedem Fall, wenn ein Infanterist so auftaucht, ne, muss der schon eine richtig gute APG mitbringen bei einer Zweierpanzerung, mit den One-Shotted und so weiter. Und der ist noch reasonably schnell, was einfach bedeutet, dass er damit auch wegfahren könnt zur Not oder in euren Command-Slot reinkommt. Aber auch nicht zu schnell, dass ihr vorfahrt und dann eben tanken geht in der Eröffnung mit eurem Command. Und das ist ein ganz gutes, solides Fahrzeug und ihr kriegt sogar 4 Stück davon. Ja, ganz normaler Nachschub, deutscher Nachschub, schöne, feine Sache. Es gibt da feine Unterschiede, wenn ihr noch so wollt. Also seltener in, was kostet der Nachschub pro Geldpunkte, als mehr in, ist das Ding vielleicht gepanzert, was meistens nicht relevant ist, weil die Leute eh nicht draufschießen aus irgendeinem komischen Grund. Also ich schalte alle aus und wissen nicht, dass man draufklicken kann. Und die andere Frage, aber wichtiger ist, wie schnell ist das Fahrzeug? Gerade auch im offenen Gelände, weil ihr fahrt nicht nur über die Straße, sondern häufig sind die Leute, die ihr versorgen wollt, halt irgendwo in einem Wald sitzen die. Und dann müsst ihr halt da reinrushen über offenes Gelände. Und das ist halt die Frage, wie lange dauert es, bis er an die Front kommt. Deswegen ist das ein Faktor, der wichtig ist. Und ein anderer Faktor, der wichtig ist, ist vielleicht auch noch, ob der schwimmen kann. Je nachdem wieder, welche Map und wo ihr spielen wollt, ne, könnt ihr den Nachschub dann auch eben schön aggressiv an die Front bringen. Oder über Routen, die der Gegner nicht erwartet oder nicht sehen kann. Also wenn ich zum Beispiel einen Nachschubskonvoi vom Gegner kommen sehe, dann halte ich einfach auf den Slot den Mortar drauf und dann macht es einen dicken Knall. Und dann explodiert der Nachschub, der hinter ihm stand, der dahinter stand und stand und tötet alle Infanteristen, die um ihn herum standen. Und die sind ja häufig, sind die Einheiten auch, also auch nicht gepanzerte Einheit tötet der dann auch zum Teil, sind die ja eh schon angeschlagen, wird man keinen Nachschub in alle Regeln bringen, außer man braucht Munde. Ne? Also von daher sind das Faktoren, die man beachten kann bei den Nachschubkonvois. Und mit dem bin ich ganz zufrieden hier. Der ist ja nicht gepanzert wie ein Hemd jetzt unbedingt. Der kann noch nicht schwimmen, ne, wie so manch anderer. Aber der ist halt mit 90 ist der halt ultra schnell. 150 auf der Straße und 90 auf offenem Feld. Das sind ganz super gute Zahlen. Das heißt, ich kriege den schnell an die Front. Und ist halt einfach zu managen. Von Grund der Größe müssen nicht mehrere kleine Spammer sind im Klick fummelig sonst. Fop fürs Team in aller Regel, für meine eigene Artillerie. So, Infanteriegeschichten. Ja, typischerweise werdet ihr, wenn ihr dieses Deutschland-Dutch-Deck seht, werdet ihr typischerweise das in mechanisierter, motorisierter Form, weiß ich gar nicht mehr, ob die Leute das noch spielen. Aber mechanisierter Form ist eigentlich das beliebteste hier. Einfach weil ihr dann das hier voll machen könnt mit allen möglichen Elite-Infanteristen und dann hier gerade auch Marder 2 oder die Marder 1, die beste Fassung.
ist ultra, ultra beliebt. Ich habe das nicht gemacht. Warum habe ich das nicht gemacht? Weil ich der Meinung bin, dass ich so genug Infanteristen hier drin habe. Das ist der erste Punkt. Mehr ist immer besser, keine Frage. Aber wir können gewisse Infanteristen einfach rausnehmen. Zum Beispiel den Stinger-Infanteristen, oder wie die heißen, Fliegerfaust in dem Falle. Könnt ihr halt rausnehmen, wenn ihr einfach eine gute Flugabwehr bei Support zum Beispiel drin habt. Ne? Also man kann auch ein bisschen umbauen. Und wenn man ein bisschen Management-Einheiten geht, das ebenfalls das Ganze. Ist halt auch die Frage, wie, wo, was, wie kämpfen wollt. Ne? So, wenn ihr im Wahlkampf wollt, würde ich es eh meinen israelischen Mitspieler immer überlassen, weil er das sowieso besser macht. So, von daher denke ich, dass mechanisiert nicht gut ist, vor allem nicht, weil ihr dann aller Regel ganz viele andere Einheiten rausnimmt, die ihr vielleicht noch besser brauchen könnt. Und jetzt bin ich kein großer mechanisierter Freund. Ich habe das ein paar Mal versucht, das klar klappt das auch, ne? Aber so richtig top-notch ist das eigentlich nicht. Wenn ihr mechanisiert Deutschland habt, mechanisiert Dutch, dann weiß der Gegner eigentlich, dass die Elite-Infanteristen in irgendeiner Form kommen. Jäger-Spam wäre eine Möglichkeit, spielt man heutzutage aber sehr selten. Die haben es, glaube ich, irgendwann mal teurer gemacht, 5 Punkte, was massiv war. Also man erwartet eigentlich Elite-Infanteristen, man erwartet Marder 2, man erwartet Panzergrenadiere, ne? Vor allem die Fallschirmjäger halt auch in der Form. Und wenn der Gegner das halt weiß, dann bringt er halt einen Knubbelflammenwerfer oder halt die HE-Bomben oder halt statt 4 Morter 8 Morter und so. Also mechanisiert heißt, ihr sagt dem Gegner, hör mal, ich hab was, bring mir mal eine Bombe, um mich zu töten. Zumindest wenn der gegen erfahrene Spieler spielt. Deswegen bin ich mechanisiert überhaupt kein Freund von und ich denke halt auch nicht, dass man doppelt so viel Infanteristen braucht, wenn man die ordentlich managt und die Fahrzeuge auch richtig einsetzt. Ne? Gerade Infanteriekämpfe in Massen würde immer aus dem Weg gehen, wenn er kein Israeli-Deck hat. Die sind da ein bisschen OP. Die Leute, die das gerne spielen, sieht man auch sehr häufig, dass sie dann den Marder 2 benutzen. Sehr häufig. Man sieht das auch sowieso insgesamt sehr häufig, dass die Leute gerne gepanzerte Truppentransporter nehmen, die eine Autokanone haben und schieben die dann in den Wald und freuen sich ihres Lebens, wenn die halt den Infanteristen wegrattern. Das funktioniert nicht. Das funktioniert eigentlich nur dann, wenn der Gegner nicht weiß, wie das Spiel funktioniert von den Game-Mechaniken, die Basics. Weil wie funktioniert Waldkampf? Da muss man das einfach erklären, weil das so unglaublich wichtig ist. Die Infanteristen haben immer First Shot im Wald, immer, ja. Es gibt vielleicht mal eine Ausnahme, wenn die gerade mal gestunt sind oder irgendwelche Späßchen oder zwei Panzer gegen einen Infanteristen laufen, aber die Infanteristen haben eigentlich sonst immer First Shot. Und das bedeutet, dass das Fahrzeug, bevor es losschießt, in aller Regel schon gestunt ist oder halt irgendwie die Hälfte seiner Treffsicherheit verloren hat oder vielleicht sogar gewonshottet wurde. Gerade bei Infanteristen, also wenn ich so einen Fallschirmjäger nehme, AP-24, der könnte auch mit einem Treffer schon mal ganz gerne ein Fahrzeug komplett ausschalten. Ja, so. Also auf jeden Fall deswegen schon mal, die Infanterie, die jetzt 35 Punkte kostet, kann das Fahrzeug, was 30 Punkte kostet, kann die halt einfach one-shotten unter Umständen. Bei dem weiß ich gar nicht, was jetzt geht bei Marder 2, der ist ja dick gepanzert. Aber die kann halt auch gut geschottet werden. So, auf jeden Fall, das ist schon mal das Erste. Das heißt also, ihr habt tendenziell, also ihr habt direkt mal einen Kampf, wo Preis-Leistung der Infanterist massiv euch überlegen ist. Der nächste Punkt ist, er hat halt auch noch den First Shot, ne? Also nicht nur so, dass er für den gleichen Wert, die gleiche Kampfkraft einfach mehr aufs Feld, also für den gleichen Kaufwert bringt er mehr Kampfkraft auf die Feld, sondern er kann die auch effizienter einsetzen durch den First Shot. So, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, was wir oft sehen, wenn wir sehen, Leute das eben nonstop machen und auch die erfahrenen Spieler zum Teil, habe ich das mehr als einmal gesehen, Leute, die 1000 Spielstunden haben. Man sieht das halt sehr häufig, dass sie das reinbringen. Die machen nämlich Folgendes: Die bringen die Infanterie nach vorne, damit die gegnerische Infanterie engaged. Und dann bringen die das Autokanonenfahrzeug hinterher in diesem Waldkampf, damit die Autokanone dann auf den Infanteristen feuert. Und wozu das halt führt ist, die Infanteristen selbst, die haben diese beiden Waffen hier, ne? Die Anti-Tank-Waffe und die Zweitwaffe. Die benutzen denselben Slot. Also die feuern nur zwei Waffen gleichzeitig ab. Das heißt, die feuern immer diese Waffe ab, die Infanteristen. Und dann feuern sie die oder die ab. Aber nie alle drei gleichzeitig. Ich glaube aber, wenn er die ausmacht, feuern sie trotzdem nur eine der beiden ab. Die teilen quasi denselben Slot. Worauf ich hinaus will, ist, wenn eure Infanterie mit gegnerischer Infanterie kämpft, dann benutzen die diese Waffe. Und wenn dann das Fahrzeug nachträglich reinkommt, tut ihr das Target nicht mehr wechseln, der Infanterist automatisch. Weswegen dann die Autokanone den Infanteristen im Wald wegpustet, weil er seine APG nicht benutzt hat. Aber warum sage ich, es klappt nur gegen Anfänger? Weil der minimal Erfahrung in dem Spiel hat, also das ist ja eine Basic-Mechanik, wenn ihr mich fragt, der wird halt einfach die Infanteristen anklicken und dann rechtsklicken manuell auf das Fahrzeug machen und dann wird das Fahrzeug gewonshottet. Das dauert ungefähr eine Sekunde und dann kämpft er weiter mit der Waffe. Plus, das Fahrzeug in aller Regel hat auch noch da gestanden, wo der eigene Infanterist stand, sodass er gestunt wird durch die Explosion des Fahrzeuges. Also in jeder Hinsicht ist das ein Riesen-Albtraum, wenn ihr diese Fahrzeuge oder diese Art der Fahrzeuge in den Waldkampf bringt. Der Marder 2 ist vielleicht noch minimal eine Ausnahme bei der Geschichte. Einfach weil der eine Panzerung von 7 hat, das ist der dick gepanzerste mit einer Autokanone drauf. Der nächste wäre der BMPT, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Das heißt, er wird eventuell nicht gewonshottet, das macht aber nichts, weil der Infanterist ein zweites Mal schottet und euer Fahrzeug gestunt ist beim ersten Shot, bevor er schießt. Ne? Also von daher, lange Rede, kurzer Sinn, wir spielen mechanisiertes Deck, damit ich mehr als einen Marder 2 reinnehmen kann oder andere Autokanonen spammen kann.
klappt nur, wenn ihr einen unerfahrenen Gegner habt, aus meiner persönlichen Sicht, weswegen ich das nicht spiele. Ich werde halt immer wieder gefragt, warum ich keine Autokanone im Wald spiele, warum ich den Marder 2 nicht als besten Panzer der Welt identifiziere und, ne? Also, ich habe ihn jetzt trotzdem drin, aber nur, weil er halt besondere Aufgaben erfüllen kann, aber eben nicht der Waldkampf, sondern er stellt ihn an eine Straße, wo ihr den Infanteriespam des Gegners erwartet. Also, es gibt ja Leute, die spielen, wie ich das jetzt noch nicht habe, ne? So Natris-Leute, so Milizen oder eben so andere Billigtruppen, wo ihr einfach, da kommen auf einmal 10, 20, 30 Transporter mit Infanteristen und dann könnt ihr ja keinen Panzer hinstellen, der die abfängt, da braucht ihr halt eine Marder 2 Autokanone. Plus der Marder 2, wenn der Flanken fährt, ganz in den Seiten meinetwegen, ja, bei, nicht bei Jungle Lord, da geht es zwar auch, aber es gibt noch eine andere, ich vergesse auch die Namen. Wenn man dann an der Seite fährt, dann kommt auf einmal ein Hubschrauber oder da steht schon ein Scout-Hubschrauber, wenn man abfangen will, dann hat er noch eine Autokanone mit 1,5 Kilometer Reichweite, der auch Hubschrauber runterholt. Ne? Plus, wenn ihr den dann wirklich durchbekommen habt, kann der halt wirklich die Backline aufmischen, bevor der dann stirbt irgendwann. Und dafür setze ich den hauptsächlich ein, für solche Aufgaben. Ich spiele den aber noch nicht mal in jedem Spiel. So, jetzt haben wir lange darüber geredet. Ja, dann haben wir noch den Panzerjäger 90 da drin. Der hat halt eine AP von 24, genau der Fallschirmjäger hier oder ähnliche, der Marine, der hat nur 19. Aber trotzdem, die kommen halt mit einer recht guten Anti-Tank-Waffe. Wofür ist das gut? Ja, einmal für die Spezialisten, die halt Autokanonen in den Wald schieben. Die werden einfach dann bam, oh, ist weg, oh, Pech gehabt. Ne? Oder wenn die BMPT in den Wald schieben oder Flammenwerferpanzer in den Wald schieben, obwohl das nach dem letzten Patch ein bisschen problematisch ist, weil die relativ schnell inzwischen feuern. Aber in jedem Fall, ne? Also die Leute, die halt ihre Transporter in den Wald schieben, die werden dann gewonshottet damit und dafür sind halt die guten, dicken APGs da. Und ich habe darauf geachtet, dass sie das alle haben. Es gibt jetzt einen großen Unterschied zwischen den APGs. Generell, ich nenne die mal APGs, das ist schon die Anti-Tank-Waffe. Und zwar der große Unterschied ist die, ihr habt eine Feuerrate von 10 oder ihr habt eine Feuerrate von 20. Die 20er Feuerraten sind in aller Regel Low-AP, also in dem Fall der 19 sogar noch relativ hoch, aber meist sind die noch weniger. Aber dafür schießen die halt, ne, doppelt so schnell wie die 24er-AP. Die Frage ist halt wieder da an der Stelle, was ist euer Gegner? Ne? Also wollt ihr den One-Shotten? Oder wollt ihr halt wirklich, sind das vielleicht dicke Panzer? Sagen wir mal, da kommt jetzt ein T-80U in den Wald, ja? Und da mache ich halt minimal Schaden mit der 24 AP. Oder mit 24 AP wird es vielleicht noch gehen, aber es gibt ja auch diesen T-90, erster, glaube ich, 23 Panzerung, Freunde, wenn mich nicht täusche, ne? Und so. Und wenn solche Fahrzeuge in den Wald kommen, dann wollt ihr halt lieber einen, weil es Zielgeschosse sind, die 20 Feuerrate haben, als die 10er Feuerrate. Das sind so kleine Unterschiede. Das macht bei den Elite-Infanteristen aber kaum einen Unterschied, weil die beide einen recht hohen AP-Wert haben. Der große Unterschied ist eher bei Billig-Infanteristen. Ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel Jäger reinnehmen würde und so, dann wollt ihr das halt benutzen. So. Ja, ansonsten Elite-Infanteristen, da gibt es nicht weiter zu sagen. Wichtige Kombination ist für die Eröffnung halt schnell ein Transporter. Der fährt 150 hier, der Fuchs. Ja, also, da sieht man es. Er fährt halt 105 auf offenen, 150 auf Dings, kann super schnell schwimmen. 53, glaube ich, der schnellste Schwimmer im ganzen Spiel, wenn ich mich richtig erinnere. Oder zumindest einer der schnellsten. Das heißt, egal wo ihr hin wollt, der fährt dahin und der fährt auch über einen Fluss, was auch nicht schlecht ist, wenn er auf irgendeine Eröffnung macht. Und ihr seht halt, dass auch wenn man Heli-Eröffnung des Gegners kommt, und wisst halt, ihr kommt nicht mehr in die Stadt rein, dann könnt ihr halt auf solchen Maps eben auch einfach mit dem Fluss auf die andere Seite fahren, was häufig halt mit Transportern sonst nicht geht und das auch noch schnell machen. Also der Fuchs mit den Fallschirmjägern der Eröffnung ist echt eine feine Erfindung. Musst du nur aufpassen, dass man, wie gesagt, von dem Heli-Spam des Gegners nicht erwischt wird. Ja, hier vorne, der hat ein bisschen eine andere Aufgabe. Der kommt mit 5 Punkten mit einem Transporter, der 35 fährt. Das ist ein ganz minimaler Unterschied im Speed. Auf der Straße ist es auch schlechter, ist alles schlechter, schwimmt auch langsamer. Aber er hat halt 3 MGs und kostet nur 5 Punkte. Ist ganz offensichtlich nicht für die Eröffnung, ist halt, um für wenig Geld viel Kampfkraft an die Front zu bringen. Also, ne, komplett verschiedene Anwendungsgebiete, die beiden. Die Natris, das ist im Moment meine Standarderöffnung. Die meisten haben es wahrscheinlich schon zigmal gesehen. Die zeichnen sich halt dadurch aus, dass die nichts kosten. Die machen auch nicht wirklich was, obwohl hier auch wieder die AP ist HE. Ne? Das heißt also, wenn ihr genug davon habt, sagen ich kaufe 10 Stück davon, das kostet 100. Und dann machen die halt mit der ersten Salve auch 10 Punkte Schaden und T90S auch töten, ne? Was halt HE ist, wenn sie treffen. Ist ja auch nicht 30%, wenn sie vor dem stehen, sind es irgendwie so 70% Wahrscheinlichkeit, den zu treffen. Also von daher, ne? Die in der Öffnung, ihr packt einfach mal 10 in die Öffnung und dann zwei hier, drei da und verteilt die ein bisschen. Ihr absorbiert halt das Feuer des Gegners, ihr bringt halt euch in die Stellung zum Scouten. Das ist halt die typische Picket Line, das sind die Kontaktscouts, ihr kennt die Geschichte. Und die sind auch deswegen besonders gut, weil die diesen Transporter hier mitbringen, dieses komische Entchen hier, in der UN-Ende dran steht. Einfach weil die halt eine Dreierpanzerung haben für einen Fünfer-Transporter. Das ist ein bisschen abartig hoch. Das heißt einfach, die fressen auch einfach Feuer, was wieder als Kontaktscout halt genau das ist, was sie haben wollen. Ne? Und dann kommen die sogar noch mit Treibstoff, also die wirklich einen Wald hin und zurückziehen können, wenn ihr wollt. Also in jeder Hinsicht ein ganz hervorragendes Teil. Das ist für 10 Punkte kriegt ihr, ich glaube, das ist der für 10 Punkte der billigste Feuerabsorbierer Picket-Kontaktscout, den ihr je bekommen könnt.
So, Vorteil von solchen Truppen ist halt auch, dass er damit den Gegner zwingt, seine Stellung zu verlassen oder sichtbar zu werden. Also gerade wenn ihr angreift, habt ihr auch schon ein paar Mal gesehen, vermute ich mal. Dann ist ja so, dass sie nicht selten unsichtbar aus dem Wald schießen. Jetzt gerade mit den unsichtbaren Scout-Panzern, die jede DLC-Nation hat, damit die halt Pay-to-Win ein bisschen ist, ist es halt unmöglich inzwischen, wenn ihr auf den Gegner zufahrt, die aufzudecken, die Panzer, die auf euch schießen. Und dafür ist der Natre halt gut. Der geht halt einfach in den Wald rein und dann ist der halt aufgedeckt, ja. Und weil der halt 3 oder 4 reingehen, kann der eine Scout-Panzer für 110 Punkte den nicht abknallen. Zumindest nicht die ganze Horde, die da kommt. Und wenn er dann im Wald steht, hat er halt die Wahl, HE-Raketen, RPGs jede Runde zu fressen, oder Laws in dem Falle. Oder eben sichtbar zu sein, dass eure dritten Panzer aus der Backline wegsnipen. Und dafür sind die halt auch da, ne? Ist eine gute Counter gegen das Meta ein bisschen. So, der Milanwerfer, ja, ist halt, ne? Rakete raus und so. Für gewöhnlich würde ich sagen, ist das eine schlechte Einheit, wenn er gegen gute Leute spielt. Hier auch wieder einfach, der Gegner weiß halt irgendwann, wo er Milan ist, spätestens nach der ersten Rakete, meist sogar früher, weil er es vom Ausladen sieht. Und was passiert denn dann? Ja, dann geht er halt hin und saugt halt mit seinen Billigtransportern teure Raketen raus. Wenn das richtig microt, kann das sogar noch heftiger machen. Dann guckt er halt, dass die Milan-Rakete ausgeschleust wird und fährt dann in Deckung, sodass sie ihr Ziel verliert, weil es eine Guided ist. Und dann saugt euch alle Raketen raus, ohne dass ihnen das was kostet. Und ihr müsst neu, habt also 20 Punkte umsonst ausgegeben oder 25 mit Transporter. Und müsst dann neu nachladen, ne? Plus eben, das ist eine Lücke dann eurer Defense, weil der Raketenwerfer dauernd leer ist. Also für gewöhnlich würde ich sagen, sehr, sehr schlecht. Die Praxis hat gezeigt, dass 99,9% aller Spieler die Standardgebäude, wo die reinkommen, einfach ignorieren, sie ihre Panzer trotzdem snipen lassen. Verstanden habe ich das noch nie, aber es scheint da wirklich so zu sein, dass er schon gegen den Brigadegeneral kämpfen müsst, damit der Milan keinen Kill macht. Und da habe ich ihn drin, weil wir halt selten gegen nur Brigadegenerale spielen. Aber in aller Regel sind die wertbefreit, diese Raketenwerfer, weil, ne, da muss man schon leicht Brain AFK spielen, sage ich immer, um halt wirklich in die 10. Rakete reinzudüsen. Also es ist sehr, sehr fragwürdig, aber es funktioniert halt. Also, und da auch immer die Devise, was funktioniert, wird gemacht. Trotzdem, also ich würde sagen, wenn ihr auf sehr hohen Niveaus spielen würdet, ne, was weiß ich, gegen so Steel Balalaika Co. und so, falls ihr überhaupt noch spielen, die Jungs, dann würde ich die halt komplett rausnehmen, diese Raketenwerfer. Zumindest dieser Infanterieform ist eher so ein passives System. Ne, BMP-3 wäre eher so ein aktiver Raketenwerfersystem, der den Gegner bringt, wo der nicht ausweichen kann. So, und von daher, das ist eigentlich eine schlechte Einheit, funktioniert aber hervorragend bei fast jedem Spiel. So, das war die Infanterie-Kategorie. Support-Geschichten. Ja, die Dutch-Freunde, die haben einen massiven Nachteil, also Deutschland-Dutch, die haben keine gute Hubschrauber-Sniper. Also die besten Hubschrauber-Sniper im Spiel sind sowas wie die Chaparelle zum Beispiel, ja, die auf irgendwie 3,3 Kilometer Hubschrauber runterholt und das auch ohne Radar und alles. Das ist ja besonders gut, weil irgendwie die Leute alle denken, dass die teuren Russen-Hubschrauber und sowas, ne, die Kars allen voran, dass die halt super geil wären, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Aber die sind halt dann super geil, wenn ihr Deutschland, Österreich spielt. Österreich? Nee, Deutschland, Dutch, ne? Einfach weil dann habt ihr halt wirklich ein kleines Problem. Ihr habt halt 2,8 Kilometer gegen Hubschrauber mit Radar. Wenn da eine Karvenfeld ist, dann guckt ihr halt, dann könnt ihr nur hoffen, dass die näher kommen für die Stinger, ne? Und das ist halt schon ein Unterschied. Und 2,2 Kilometer ist halt richtig nah. Die erfahrenen Spieler werden mit der Kar nie so nahe kommen. Also von da ist das schon ein Riesendrama. Ihr habt natürlich alternativ noch andere Sachen, aber 2,6 Kilometer und dann nur 3 Raketen. Das ist alles nicht optimal. Also die Flugabwehr die Flugabwehr gegen Hubschrauber ist die absolute Schwäche von diesem Deck. Man kann das ein bisschen relativieren dadurch, dass man in der Luftwaffe diesen F-104G Jäger hat. Der hat halt, also der ist halt für seinen Preis viel zu gut, meiner Meinung nach, aber den könnt ihr halt einfach reinschicken und sterben lassen, dann ist der Gegner tot. Also wenn der, habt ihr sicher tausendmal gesehen, ne? Wenn der einen Elite-Hubschrauber hat, irgendeiner, völlig egal, der fliegt rein und tötet den, entweder mit der Kanone oder der Rakete oder der Kombination. In aller Regel reicht einer, um das zu machen. Manchmal braucht der zwei, in aller Regel. In den meisten Fällen schafft ein Durchflug von dem, schafft er halt den Kill, ne? Gegen Elite-Hubschrauber. Und da die halt alle mehr kosten, ne? Je nachdem, was er halt spielt, auch mal den Apache Longbow oder was halt, ne? Wenn er NATO macht und so. Aber je nachdem, was er halt habt, ne? Also die meisten Hubschrauber, die gefährlich sind, wo ihr wirklich eine Flugabwehr einsetzen wollt, die kosten halt auch mehr als 60 Punkte. Und dann könnt ihr den reinnehmen und dann ist er ein No-Brainer, tauscht ihr halt 60 Punkte gegen 60 Plus-Punkte. Und von da ist das halt die Hubschrauberabwehr schlechthin im Dutch Deck. So, haben wir den Support. Genau, der Rest, der da drin, also ansonsten habe ich den hier drin, ne, wegen in der Eröffnung, damit der halt den Hubschrauber-Spam abfängt, gerade in den Rocket Pods bei der Pakt ist sehr beliebt, dass man da einfach bababam, ne, mit der Kanone ist besser als die Stinger. Vor allem die Stinger haben die Angewohnheit, wenn der Gegner, sagen wir, 6 Helikopter bringt, dann schießen die alle auf denselben Helikopter. Und dann laden die erstmal eine Stunde nach. Und dann schießen die Helikopter zurück, die anderen 5. Das ist witzlos. Von daher bin ich ein großer Freund von Autokanonen in der Eröffnung gegen Hubschrauber. Plus eben, die hat zwar nur 1000 Meter Reichweite, aber wenn er die auf einen Infanteristen ausrichtet, meinetwegen auf ein Fahrzeug, auf diese Distanz, der gewinnt halt den Kampf. Ne? Ihr müsst halt nur gucken, dass es wirklich 1000 Meter waren. Ihr dürft nicht einen Waldkampf geben, wo der zurückschießen kann.
Die meisten APGs sind unter 1000 Meter Reichweite, die meisten Anti-Tank-Waffen. Und wenn der zum Beispiel aufs offene Feld kommt oder so, meinetwegen ein Riesen-Spam von dem wieder oder irgendwas, dann fahrt er kurz dahin, 1000 Meter, bababam, und dann ist er tot und dann fahrt er wieder weg. Aber nicht im Wahlkampf, bitte. So, Mortar-Geschichten. Ja, Mortar, einfach ein preiswerter Mortar, da ist, die sind alle gleich irgendwo. Und Artillerieoption HE10 für 90 Punkte. Hier wieder, das ist eigentlich viel zu preiswert für meinen Geschmack. Ja, hat verschiedene Aufgaben, ne? Das ist ja für Close Air Support, also für den Kampf vor Ort quasi, Nebel und so hauptsächlich oder Stun des Gegners. Und das ist um Sachen auszuschalten, ungepanzerte Commands, die Leute immer noch spielen, weil ich nie verstehen werde in meinem gesamten Leben. Oder um Flugabwehr, die gerade geschossen hat, zu snipen. Ne? Solche Späßchen. So, Tanks. Die dicken Panzer, das Schlechteste, was es überhaupt gibt im Spiel, meiner Meinung nach, immer noch. Habe ich, glaube ich, schon in vielen Videos erklärt, warum das so scheiße ist. Und da reden wir nicht weiter drüber. Aber hier, der ist ganz okay für 100 Punkte. Der hat einen guten Preis-Leistungssystem, der gewinnt die meisten Kämpfe, ist solide schnell, Treibstoff müssen nicht nachtanken. Ist ein Low-Maintenance-Panzer, würde ich das ganz gerne sagen. Ihr müsst halt nicht wie bei den dicken Panzern gucken, dass sie nicht dauernd gesniped werden, müsst ihr die Position aufsetzen, damit ihr überhaupt kämpfen kann und so. Ihr habt keine Treibstoffprobleme wie bei billigeren Panzern zum Teil, ne? Ihr habt eine gute Kanone, also der macht halt alles gleichzeitig gut und ihr müsst nicht viel drüber nachdenken und das tut halt euer Mikro verbessern. Ist ein grundsolides Panzermodell, Dachpanzerung von 3, verhindert auch, dass die Cluster-Spam euch sofort töten. Ist wirklich in jeder Hinsicht ein schöner Panzer, kann man nicht viel dran falsch machen. Werde ich trotzdem kaum spielen, einfach deshalb, weil es kommt in die nächste Kategorie, wir den für 65 Punkte haben, den Scout-Panzer, der unsichtbar schießt, das halt die DLC-Stacks, ne? Da könnt ihr nichts dran ändern. Die sind halt einfach deswegen OP, weil die halt unsichtbar auf den Gegner schießen und euch noch Sicht auf den Gegner geben. Die spielt ihr als Hauptkampfpanzer, 8 Stück von drin. Das heißt, damit kann ich wirklich die gesamte Map aufdecken und jede Front halten. Für Angriffe sind die natürlich jetzt ungeeigneter, ne? Aufgrund, dass sie halt im Angriff offenes Feld und so, dann verlieren die halt ihren Bonus zum Großteil. Da braucht ihr andere Sachen, aber für die Defense ist das der beste Panzer im gesamten Spiel, um die Front zu halten. Je nachdem, wie ihr dann angreifen wollt, nehmt ihr halt doch lieber die normalen Leos hier. Je nachdem, welche Map ihr spielt, könnt ihr auch die dicken Dinger nehmen. Es gibt halt, wenn der Flugplatz zum Beispiel links oben ist und ihr tut rechts unten kämpfen, dann könnt ihr halt auch mit den dicken Leo spielen. Einfach weil, wenn dann der ATGM-Flieger kommt, und das ist das Einzige, was wirklich gefährlich ist, dann habt ihr genug Zeit, euren Panzer in Sicherheit zu bringen, zu nebeln oder eine Luftabwehr zu spielen. In irgendeiner Form, den Boden, die anzumachen, die den abfängt mit einer Rakete. Vielleicht habt ihr einen Ami mit Patriot dabei. Oder ihr bringt eure Abfangjäger. Ne? Also es gibt schon Anwendungsgebiete für das Teil, aber es sind halt so viel Kopfschmerzen, denen die Bedingungen zu schaffen, dass der operieren kann, dass ich halt lieber den Nicht-Kopfschmerzpanzer nehme, der genauso gut ist. So, was haben wir sonst noch Schönes? Das Ding kann man eigentlich rausschmeißen, das brauche ich nicht. Das habe ich nur für die Öffnung drin, dass man in der Öffnung, Gott, ist das hässlich, wie so ein UFO. Das hat nur für die Öffnung drin, damit halt schnell eine Autokanone, die unsichtbar ist, sich in der Öffnung wohin stellt und gleichzeitig noch Sicht schaffen kann. Aber im Grunde genommen könnte man den auch rausschmeißen. Und den Billig-Scout hier vorne, das kommt ein bisschen darauf an, was wir spielen. Mit denen kann man halt gefahrlos von einem Wald zum anderen Wald hüpfen und hoffen, dass man Gegner aufdeckt und den dann wegsniped mit irgendwas. Für gewöhnlich werde ich eher diese Jungs hier spielen und dann laufen ein paar Infanteristen auf den nächsten Wald zu und wenn dann jemand drin war, dann stirbt er halt. Aber wenn man das halt vorsichtiger machen will, aus welchen Gründen, und da gibt es auch Maps, wo das teilweise sogar Sinn macht, dann kann man halt wirklich die hier einsetzen. Die reichen völlig aus, auch wenn die Werte vielleicht nicht hervorragend aussehen. Die machen absolut ihren Job für fast lau. Vehikel. Also irgendwo sind die Vehikel im Spiel alle scheiße designt, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Deswegen habe ich auch gar keins drin. Man könnte ja argumentieren, so ein Marder hier ist vielleicht noch ganz nett, ne? Aber der hat halt Defense-Aufgaben hauptsächlich. Und ich sehe halt auch nicht, was der erfüllen soll dann wirklich, weil ich habe alle anderen Einheiten, die ich habe, erfüllen die Zwecke, die der auch hat, nicht alle. Also die Zwecke, die der erfüllt, können andere Einheiten erfüllen. Wir können ihn trotzdem mal reinpacken. Ich sehe gerade, ich habe noch einen Punkt über, aber eigentlich brauche ich den nicht. Die einzige Anwendung, wo ich mir den vorstellen könnte, selbst da würde ich wahrscheinlich andere Einheiten vorziehen, ist, wenn ihr einen Hügel hochfahrt und ihr wollt direkt Feuerkraft haben. Sagen wir mal Jungle Lord zum Beispiel, ne? Da gibt es ja so einen, in der Mitte einen Hügel, den ihr hochfahren könnt. Und wenn ihr dann davon vielleicht, sagen wir mal, 20 Stück hochfahrt, dann könnt ihr halt alles, was da ist, wegfinishen. Aber die Infanterie macht das eigentlich auch und die kann danach auch sinnvoll in den Waldkampf gehen, wenn sie gewonshottet. Manchmal, wenn ihr auf Midrange seid, sagen wir, ihr habt ein Feld, wo ihr wirklich bis 2 Kilometer braucht, wäre das noch eine Idee, obwohl dann tatsächlich die Heatkanone auch besser wäre. Ja, ich weiß schon, wo ich ihn nicht drin hatte, aber sagen wir mal so, es tut ja nicht weh, ich habe den Punkt noch rüber gehabt. So, Hubschrauber. Ja, Hubschrauber in dem Spiel sind so eine Sache. Ich persönlich benutze diese beiden hier fast immer. Einfach weil, also der hier, fangen wir da vielleicht an. Den könnt ihr als Hubschrauber-Support in der Öffnung benutzen, ne? Einfach FMF, Stinger, Krempel.
um Support zu geben. Nachteil ist halt, dass er nicht besonders schnell ist und hält auch nur eine Rakete des Gegners aus. Und ja, dafür hat er aber gutes Dinger. In aller Regel ist die, was ist in aller Regel, also immer ist das Gleiche, das sind Einweghubschrauber. Ihr fliegt den in die gegnerische Hubschrauberöffnung rein. Der Gegner mit seiner K wird schon irgendwie, weiß ich nicht, 200 Meter früher seine FMF rausmachen. Der wird euch töten. Aber bis dahin habt ihr schon ein bis zwei Raketen ebenfalls ausgeschleust. Und weil es FMF ist, treffen die dann auch. Das heißt, eure 50 Punkte werden mit ein bisschen Glück die 130 Punkte oder was ist des Gegners dann töten. Und ihr fliegt halt eine ganze Horde von denen in den Gegner rein. Die werden nicht überleben, aber die werden vom Gegner in aller Regel Sachen töten, die teurer waren als euer Helikopter. Einziger Nachteil ist halt, dass ihr sehr langsam fliegt. Je größer die Map ist, desto höher ist die Gefahr, dass der Gegner sich halt ordentlich aufgestellt hat und die teuren Helikopter schon gelandet und in der Backline stehen und die Transporthelikopter in der Front standen und das absorbieren das Feuer. Aber trotzdem, die sind eigentlich ganz gut Preis-Leistung, davon mal abgesehen. Und ihr könnt die halt benutzen, wenn irgendwie gerade mal ein Hubschrauber durchgesneakt ist irgendwo. Oder ihr wollt euren Scout-Hubschrauber an den Seiten beschützen und wollt keinen Flieger einsetzen. Dafür kann man den nehmen. So, gleiche Modell, nur mit einer Rakete gegen Panzer. Ja, also für den Preis kriegt ihr halt eine Rakete, die jeden Panzer knackt. Und da könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen. Also, wenn der T-90 kommt oder sowas, ne, und oder kommen halt irgendwie drei T-80 oder irgend so ein Scheiß auf der Straße runter. Und mir fehlt gerade schnelle Feuerkraft da vor Ort. Und Gegner hat Lufthoheit, das heißt, ich will keine, ne, ATGM-Flieger aus irgendeinem Grund bringen. Oder schon tot. Und dann fliege ich halt ein bis zwei Helikopter dahin, plus ich kann die auch zu meinem Mitspieler fliegen, ratterrattern und dann wieder zurückfliegen zu meiner Front. Also eine mobile Kavallerie, das ist einer der besten Helikopter im gesamten Spiel, meiner Meinung nach. Er hat zwar nur SA-Raketen, aber bei dem Preis kann man auch nicht mehr erwarten. Aber hier muss man auch sagen, so schlimm ist das gar nicht mit den SA, weil überlegt mal, was passiert, wenn das FMF wäre, wie bei einer Apache Longbow, der hat nur sechs Raketen, dann schießt er halt einen Panzer, der schon tot ist, irgendwie drei Raketen umsonst drauf ab oder so. Ja, das macht der Apache Longbow mit Vergnügen, weil er hat auch irgendwie 16 Raketen. Also von da ist das wirklich in jeder Hinsicht ein sehr guter Helikopter. Da könnt ihr echt nichts falsch machen an dem Modell. So, die Luftwaffe. Ich habe jetzt da ein bisschen umgebaut. Fangen wir erstmal damit an. Das beste Luftwaffending. Also eigentlich müsst ihr eine Luftwaffendoktrin irgendwo haben, wenn ihr so wollt. Eine Idee eurer Luftwaffe, wie die agieren soll. Und in dem Falle bei mir ist das tatsächlich, ich habe einfach nur einen HE-Bomber. Der ist halt wirklich mehr für Notfälle gedacht, um den Mitspielern zu helfen. Bundeswehr, feine Sache. Der Vorteil bei der IDS, vielleicht mal die Merkmale von der, das ist halt die Nachladezeit des IDS, die scheint die beste im gesamten Spiel von allen Bombern zu sein. Also jeder kennt das vielleicht, wenn er mit seinem Bomber unterwegs ist und denkt sich, Mann, warum lädt der denn immer noch auf? Also IDS, der scheint halt fast instant wieder einsatzbereit zu sein. Ihr könnt, ich weiß nicht, ob da wirklich unterschiedliche Zahlen gibt, muss aber eigentlich, wenn ich mir das angucke, in jedem Fall könnt ihr mit den nonstop Einsätze fliegen. Noch geiler ist, dass der ultra super schnell in den Einsatz fliegt, sodass der Gegner wenig Reaktionszeiten hat, dass der den Raketen noch sinnvoll ausweicht und dass der. Jetzt eigentlich alles. Wollte gerade sagen. Das reicht aber auch. Also, das ist wirklich eine ganz hervorragende Sache. Man kann doch argumentieren, dass vielleicht der Turn-Radius nicht schlecht ist. Hier steht zwar, weil er orange ist, es wäre ein schlechter Turn-Radius, aber das kommt darauf an, wo er kämpft. Also, Turn-Radius heißt halt einfach auch beim EVAC, wie steil EVAC der. In aller Regel ist da, wo ihr bombt, ist auch die Flugabwehr, ne? So, wenn ihr jetzt einen Turn-Radius habt, der sehr gering ist, ne, wo die sagen, es wäre super geil, meinetwegen die Supu, ja, 27, was bedeutet das denn? Das bedeutet dann, dass sie ihre Bombe, also Supu hat keine Bombe, aber nur von der Idee her, ne, wenn die Turn-Radius einen geringen hat, dann bedeutet das, dass die ihren EVAC auf einer Münze durchführt, auf der Stelle, wo die Flugabwehr ist, sodass die ihre Reichweite zum Ziel und die Feuerrate ihrer Rakete maximieren kann. Das heißt, dass sie ihren Damage gegen euren Bomber maximiert. Das heißt, je nachdem, wo ihr bombt, wollt ihr das eben genau nicht haben. Der Turn-Radius 400 hier bedeutet einfach, dass ihr seinen EVAC in einem großen Bogen sehr häufig und fast immer sogar außerhalb der Raketenreichweite der Radarraketen bringt. Ne? Und damit ist das halt eine super Kombination, wird schlecht getroffen, kommt mit wenig Vorwarnzeit für den Gegner und fliegt sehr häufig durch den EVAC-Turn-Radius aus der Gegnerreichweite raus. Also es ist eine sehr, 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 sehr gute Kombination in jederlei Hinsicht. Der einzige Nachteil, den ihr dadurch habt, dass er diesen langen Turn-Radius hat, ist halt, dass er halt auch mehr zum Gegner fliegt. Der turnt ja nicht wirklich nach hinten. Was bedeutet, dass die gegnerischen Abfangjäger euch eher erwischen. Ne? Das ist die einzige Schwäche, die der Tornado meiner Meinung nach hat. So, ansonsten, ja, Abfangjäger, ne? Haufenweise drin hier. Einfach die mit der langen Reichweite nehmen und fertig. Und die Block ist der ATGM, der einfach Panzer snipen geht und der hat auch nochmal eine Abfangrakete, also Multi-Role. Das heißt, im Grunde genommen habe ich fünf sehr gute Abfangjäger und dann eben die drei Billigjäger. Die Idee bei den Billigjägern war ja Hubschrauber snipen. Gott, sieht der scheiße aus, wenn man sich so anguckt im Vergleich. Die Idee war auf jeden Fall Hubschrauber zu snipen damit. Und das Ganze wird ein bisschen. Also sagen wir so, ich habe jetzt eine neue Idee, die ich noch testen muss. Und zwar, also Hubschrauber snipen sowieso. Aber die Idee ist jetzt hier, dass ihr damit, dass ich den einfach kreisen lasse und die Gegner denken sich, oh, das ist eine F-104, die hat ja keine Long-Range-Rakete.
Das heißt, er bringt dann seine, meinetwegen, Supo oder irgendwas, ja. Und die kreist dann eben auch und tauscht dann eben Long-Range-Raketen mit dem aus, nur tauscht er halt keine zurück, ja, aufgrund der Reichweitennachteil der zweiten Rakete. Jeder kennt den F-104. Und was dann passiert ist halt, dass ich dann eben den gegnerischen abgelenkten Abfangjäger mit meinen überlegenen Abfangjägern dann snipen gehe. Ja, das heißt, der ist mehr oder weniger Lockvogel, der auf der Map ist. Plus, wenn er dann wirklich da kreist und nicht engaged wird und der Gegner bringt einen Bomber, ist halt direkt vor Ort, weil er ist halt relativ langsam, hat keine Long-Range-Rakete. Das heißt, Bomber mit dem engagen ist faktisch unmöglich, der Gegner bombt halt wirklich vor eurer Basis. Das bedeutet, dann habe ich zum einen den Lockvogel und zum anderen habe ich tatsächlich eine Luftabwehr gegen Bomber mit einem Billigjäger für 60. Ja, ist halt ein Traum. Vielleicht noch erwähnenswert, dass diese Bewaffnung hier dieselbe ist, die der Teure für 90 auch hat, ne? Was irgendwie nicht sein sollte, wie ich finde. Aber das ist halt so. Achso, und Time over Target hat er 90 Sekunden, ne? Also 1,5 Minuten könnt ihr den kreisen lassen. Und für das, was ich ja gerade gesagt habe, müsst ihr ja kreisen. Und von daher ist das hier auch nochmal ein Wert, der nicht schlecht ist. Also das mit Preis-Leistung einer der besten Jäger im gesamten Spiel, ohne jede Frage. Ich vermute mal, dass da der Treibstoff drin ist. Keine Ahnung. Jo, das war das Deck auf jeden Fall. Also jede Aufgabe, jede Einheit hat, wie ihr seht, eine Aufgabe, eine spezielle und auch in Interaktion untereinander funktionieren die halt einwandfrei. Ne? Genau, nochmal vielleicht zwei, drei Sachen erwähnen mit der Mortar, der kann zum Beispiel smoken für die dicken Panzer, wenn man will, oder für den Infanterie-Spam oder macht halt ohne Mortar, macht halt den Infanterie-Spam, bringt man nach vorne und Mortar dann eben die Key-Einheiten, die auf den Infanterie-Spam gefeuert haben, damit die nicht weiterfeuern, dann kommen die teuren Einheiten. Ne? Manchmal kann man halt eben dann auch irgendwie 10 Nattriss machen, die alles aufdecken. Und wenn ihr dann wisst, wo der Gegner ist, werden die halt zugenebelt und dann geht ihr mit den 10 Nattriss in die Richtung oder lasst die weiter so zulaufen und dann kommt der Panzergrenadier, der den dann one-shotten kann, der geht dann auf den Nebel zu, wenn du aus dem Nebel rausguckst, ist er tot. Guckt ihr nicht raus, seid in seinem Wald, ist er auch tot. Ne? Solche Kombinationen, Öffnungen sind drin. Ja, ich denke, das ist eigentlich alles, was da drin ist. Ihr könnt die 106 übrigens, die 104 auch benutzen, um über gegnerischen Luftraum zu fliegen und opfert den. Und dann wird die gegnerische Luftabwehr aufgedeckt und dann lasst ihr eure Artillerie hier vorne, die M110, das ist ein Ami-Geschütz, glaube ich. Dann lasst ihr die, weil HE10 ist, die gegnerische Luftabwehr wegsnipen, das geht ebenfalls, aber unglücklicherweise geht das halt wirklich. Ich wollte gerade sagen, eigentlich soll es nicht gehen, weil der Gegner nach jedem Schuss einen Schritt beiseite fährt, die Artillerie, aber die meisten machen, die Luftabwehr, aber die meisten machen das ja wieder nicht. Ja, vielleicht noch eine Schwäche des Decks, ich habe keinen Clusterwerfer drin. Das ist vielleicht noch ein Problem. Ich glaube, das lag daran, dass ich zu wenig Punkte habe, weil die haben ja den Mars-Cluster-Werfer. Obwohl ich auch nicht so gute Erfahrungen damit gemacht habe. Ich mache das lieber alles auf die harte Tour. Ich könnte es wahrscheinlich den rausschmeißen und den Milan, den ich gegen gute Spieler, wie gesagt, eh nicht gut finde, aber eigentlich trotzdem gut funktioniert. Oder das FOB rauskicken und dafür den Mars reinwerfen. Aber ich glaube, ich spiele lieber für die Mitspieler und FOB soll einen anderen Cluster-Werfer nehmen. Also, man könnte halt überlegen, dass man ein paar Einheiten rausnimmt. Das raus, vielleicht dann FOB raus, vielleicht den Milan raus. Und dann kann man halt noch den Marswerfer einbauen, wenn man möchte. Aber es hat auch eine Munitionsfrage. Und da habe ich drei verschiedene Artilleriegeschütze. Das war wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich damals dagegen entschieden habe. So, jetzt habt ihr, glaube ich, die Riesen um Tour bekommen fürs Deck. Ne? Ihr seht, ich habe inzwischen wieder ein paar mehr Decks. Das ist nur, weil ich ausprobiert habe, mal gestern habe ich sie löschen. Die spielen im Moment nicht mehr aktiv. Hier ist die ganze Fassung mal so ein bisschen mit mechanisiert. Habe ich halt, also ich rede halt nicht, ich teste halt wirklich. Und habe ganz, ganz viele Sachen immer ausprobiert. Normal lösche ich die Decks auch immer wieder, habe aber gemerkt, dass ich danach immer wieder die gleichen baue mit ganz kleinen Änderungen nur und habe die jetzt einfach mal gelassen. Aber das ist eh nur für Fun-Spiele, kann man die dann nehmen. Für gewöhnlich würde ich auch jedem Spieler empfehlen, nie die Decks zu spielen, mit denen ihr nicht warm gespielt seid. Das ist katastrophal, ne? Also wenn ihr wirklich ordentlich spielen wollt. Und da habe ich immer alle Decks gelöscht, neu gemacht und dann immer eine Woche damit gespielt oder so. Aber da ich jetzt nur noch super Casual spiele, ist es wirklich völlig wurscht, deswegen habe ich jetzt einfach drin gelassen. Aber wenn ihr gut spielen wollt, macht das nicht. Ne? Nehmt euer Deck und spielt, 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 dann löscht das und dann macht ein neues Deck und dann spielt, spielt, spielt. Das wäre meine Empfehlung. Auch für so die Champion of Heroes und so. Ne? Fokus, Fokus, Fokus oder LOL oder wie auch immer. So, das war die Geschichte. Ich gehe jetzt Mittagessen machen. So, in dem Sinne, ciao, ciao.